Mit Perry Bräutigam, denn der hatte einen Hexenschuss, Matthias Schober, über die Woche. Aber danach, nach diesem Test, stand fest, er spielt mit Hexenschuss gegen die Teufelstürmer. Ob das gut geht? Beide Mannschaften mit je einer Änderung zum letzten Spiel. Lautern in Rot mit Freund für Anfang. Bei Hansa erstmals die Salvo von Beginn an dabei. Hier ist die Salvo. Schulz in der Mitte, ein übermotivierter Einsatz des Dänen gegen Tim Wiese, den Lauterer Keeper. Aufregung danach, aber Schiedsrichter Weiner löste das gut, verwarnte Schulz fürs Foul und Gramozis fürs Ausrasten danach. Schulz mit voller Geschwindigkeit Richtung Wiese, aber er geht nicht mit gestrecktem Bein in den Gegner, sondern zieht die Beine eher noch an. Trotzdem trifft er Wiese, sodass der benommen mit Verdacht auf Gehirnerschütterung ausgewechselt wurde. Für ihn kam der 35-jährige Thomas Ernst ins Tor. Sein dritter Einsatz diese Saison. 1:30 vergangen seit der Einwechslung. Riedlewitz 1:0. Riedlewitz, der Fußballfuchs. Thomas Ernst kalt erwischt, noch ohne Ballberührung bis zum Freistoß. Und das hat Riedlewitz perfekt ausgenutzt. Der Jubel des Kapitäns, der bis dahin noch nichts zu tun bekam. Jetzt durfte er feiern mit den Kameraden. Schober, der Mutmacher. Auch das war ein Grund, dass Schlünz ihn unbedingt bringen wollte. Die Partie begann schon sehr bissig nach dem Foul an Wiese. Und dem Tor ging es aber noch mehr zur Sache. Lanz und Metomo gegen Schulz. Ein brutaler Tackling. Auch wenn der Franzose den Ball traf. So kann man da nicht reingehen. Das sah doch sehr nach Rache für Wiese aus. Gelb gab's für Metomo dafür und wieder Freistoß. Wieder Riedlewitz. Die Salvo 2:0 nach 22 Minuten. Torschütze, die Salvo, der unter Fee kein Spiel machen durfte. Glück aber auch für ihn, dass Metomo da wegrutscht. Denn sonst wäre er sicher nicht so frei zum Kopfball gekommen. Kaiserslautern bisher spielerisch schwach, ohne einen Tempo- und Rhythmusgeber im Mittelfeld. Ristoff jetzt mal. Klose. Und Schober. Nicht ganz rund in der Bewegung, aber auf dem Posten. Hansa jetzt klar im Spiel nach vorne. Der lange Ball von Persson zum nächsten Schweden. Lanz. Und die Salvo. 3:0. Ein wunderbar herausgespielter Treffer. Sein zweiter Doppelpack. Zur Hälfte gehörte dieses Tor aber Markus Lanz. Der das Auge hat. Und die Technik hier zunächst gegen Metomo. Dann der Blick, dann mit dem Außenriss, genau wie anschließend die Salvo. Lautern schon schwer frustriert und angeschlagen. Hansa aber hatte jetzt richtig Spaß am Spiel. Wieder die Salvo und Metomo dazwischen. Aber mit einem absichtlichen Handspiel. Der Oberarm geht da klar nach oben und deshalb richtig von Schiedsrichter Weiner. Freistoß und Gelb für Metomo. Und weil der schon verwarnt war, hieß das Gelb-Rot. Lautern nur noch zu zehnt. Schon der vierte Platzverweis für Lautern in dieser Bundesliga-Saison. Ein trauriges Ende der ersten Hälfte für Lautern und Erik Geretz. Toni Di Salvo aber hatte alles richtig gemacht. 3:0 zur Pause, ein komfortabler Vorsprung für Hansa. Lautern wechselte, brachte Altintop und Knaus für Freund und Dominguez. Aber wie bringt man mit 10 Mann bei 0:3 die zweiten 45 Minuten noch mit Anstand über die Bühne? Klose mühte sich zumindest. Aber das war wieder zu harmlos. Das war weder Teufelstürmer noch Hexenschuss. Trotzdem, Juri Schlünz passte diese Nachlässigkeit gar nicht. Aber es passierte nicht mehr allzu viel in dieser Partie. 25 Minuten schon wieder vorbei. Altintop, Chateau und Kosowski. Lautern fand einfach den Weg zurück ins Spiel nicht mehr. Einem Mann weniger sowieso eine fast unlösbare Aufgabe. Immerhin brachen die Lauterer aber nicht auseinander. Dann der Auftritt für Toni Di Salvo. Auswechslung in der 71. Minute nach toller Leistung. Für ihn kam Rade Brica, der zuletzt ja sogar nur auf der Tribüne saß. Und auch Magnus Arvidsson wartete schon auf seine Einwechslung für Martin Max, der noch nicht einen Torschuss fabriziert hatte bis dahin. Aber das kann ja noch kommen. Riedlewitz, Brica und Martin Max.
4:0. Die Durststrecke von 5 torlosen Spielen überwunden. Sein 8. Saisontreffer, ein echter Max. Stark die Vorarbeit von Rade Prica und dann lässt sich Max da nicht verwirren von Knaus Klammergriff. 4:0. Endlich gibt's für Hansa mal wieder was zu jubeln. Und fast wäre es sogar noch zum höchsten Bundesligasieg von Hansa Rostock gekommen. Nach guter Vorarbeit von Persson aber vergab Arvidsson 10 Minuten vor Schluss noch das 5:0. Das wäre dann aber auch des Guten ein bisschen zu viel gewesen. Der Sieg hochverdient und das 4:0 spiegelt die Partie ziemlich genau wieder. Zum dritten Mal in Folge kriegt Lautern 4 Stück in der Fremde, in Bochum, beim FC Bayern und jetzt in Rostock. Aber die Hanseaten im Aufwärtstrend. Erst der Punkt in Gladbach nach 7 Spielen ohne Sieg, jetzt endlich mal wieder ein Dreier dank Di Salvo und Co.